So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Dem was auffällt, ich bin immer eigentlich bin ich immer noch an der gleichen Location wie vorhin. Hab das irgendwie alles am Stück aufgenommen. Bin deswegen schon außer Puste, bevor die Folge überhaupt losgeht. Wir gucken jetzt mal ins Kapitel Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9. Beenden dann auch die Kanto-Forschung. Mach einen Schnappschuss von einem Pokémon vom Typ Eis. Entwickle ein Pokémon. Fange ein Pokémon vom Typ Feuer. Wir machen einfach mal einen Schnappschuss von Eis. Dazu stelle ich euch mal wieder hier hin. So. Such mir ein Eis-Pokémon raus. Da können wir eigentlich gleich das Lapras nehmen, was wir eben bekommen haben. Ihr seht, da gehört nicht viel dazu. Ihr habt ja immer gleich die entsprechenden Sachen auf der Hand. Da seht ihr mal, wie es hier aussieht. Zack. Das war die Schlossparkpassage. Wir gehen aber zurück. Suchen mal, das mit dem Entwickeln machen wir später. Laufen ein bisschen rum, suchen mal ein Feuer-Pokémon und melden uns dann gleich zurück. So, jetzt hatte ich schon einen genialen Plan. Ich suche mir einfach einen Rocket Stop vom Typ Feuer. War schon auf dem Weg zum Battle Store, da ist nämlich einer. Dann hätte ich vielleicht ein Feuer-Pokémon bekommen. Aber hier sitzt endlich ein Glumanda. Sprich, ich nehme einfach das mit. Und dann müsste ich auch fertig sein. Jetzt hat Pupsi gesagt, sie fährt zum Battle Store. Holt mich da ab. Jetzt habe ich geschrieben, komm Rewe, ich komme runter. Jetzt weiß ich nicht, ob sie es gelesen hat. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hinlaufen soll. Oh mein Gott. Ich bleibe aber mal hier stehen, beende erstmal das Kapitel. Hol hier noch die Belohnungen ab. Dann haben wir natürlich noch eine Pokémon-Belohnung. Ein Aerodactyl kann natürlich auch shiny sein. Ist es aber nicht. Wir tüten es mal ein. Müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Wieder mal. Alles zwischen Tür und Angel. Boah, werf da mal einfach fabelhaft in der Luft. Ist eigentlich machbar. Aber es bleibt ja beim ersten Mal drin. Wenn man erst mal gesehen hat, wo der Kreis ist. Da hast du gar keine Chance. Müsstest blind werfen. Das geht, ist okay, ist aber auch nichts Besonderes. Wir haben jetzt hier noch das Kapitelende, die Kapitelbelohnung. Ein Arcani, das ist aber schön. Schön vom Typ Feuer. Da gibt es bestimmt als nächste Aufgabe, machen Schnappschuss von einem Feuertyp. Komischerweise war es nämlich immer bisher so. Da sollte ich plötzlich einen Eistyp fotografieren, wenn ich im Kapitel vorher Lapras bekommen habe. Oder als ich Nebulak bekommen habe, soll ich plötzlich Geist fotografieren. Ich laufe jetzt einfach mal runter Richtung Rewe. Ich hoffe, sie hat das bekommen. Nehmen das Arcani noch mit. Werden wir auch gleich bewerten. Vielleicht ist das ja noch ein gutes. Komische Sonne. Ich stelle mich mal wieder hier hin. So. Seht ihr den Unterschied? Ist okay, ist aber auch nichts Brauchbares. Wir gucken mal ins nächste Kapitel. Fange einen Pokémon vom Typ Boden. Kämpfe gegen einen anderen Trainer und verwende 6 Power-Ups bei Pokémon. Da werde ich mir was Fettes raussuchen, was ich schon immer mal pushen wollte. Kämpfen können wir dann. Typ Boden. Haben wir hier Boden? Ne, haben wir nicht. Wir suchen Boden-Pokémon, melden uns dann wieder. So, schneller als gedacht haben wir da noch einen Kleinstein gefunden. Das ist ja das Gute, weil Kleinstein ja nicht nur Gestein ist, sondern auch klein. Ne, sondern auch Boden, das heißt... Wir schnippen einfach mal den Ball weg, nehmen den auf jeden Fall noch mit. Pupsi sitzt da, deswegen ist meine Laune gleich ganz anders. Ja. Jetzt bin ich viel fröhlicher als vorhin. Ah, nein, ich weiß nicht. Ich habe immer noch Rückenschmerzen wie Sau, deswegen. Wir bewerten das mal, warum auch immer. Ich saß ja nur wild hier rum. Jetzt müsste die Aufgabe auf jeden Fall auch fertig sein. Kämpfe gegen einen anderen Trainer, verwende 6 Power-Ups bei Pokémon. Da sitzt noch ein Pikachu dazwischen. Das ist es nicht. Sondern hier. Das ist es nicht. So, machen wir es mal so. Leider kein Shiny, aber ich stelle euch mal hier drauf. Auf die Bank. In Schräglage. Sieht gut aus. Wir geben einfach mal 4 ein. 400 Pokédex. Nee, nach Dings sortiert. Ich guck mal, ob ich noch was pushen kann, was ich noch nicht gepusht habe, bis zum Maximum, was sinnvoll wäre. Trikefallo. 6 Pushs brauchen wir auf jeden Fall. Weiß nicht, wir geben hier mal ein Power-Up, solange wir die Bonbons reichen. Zack. Das war zu viel. So, wie viel kriegt es dazu?
5 von 6. Wir sind mal so gütig, wir geben ihm mal noch eins. Machen noch mal 12 Bonbons zusammen. Bitteschön, kriegt da noch ein Power-Up. Jetzt müsste auf jeden Fall die Aufgabe fertig sein. 6 Power-Ups bei einem Pokémon. Jetzt müssen wir aber noch gegen einen Trainer kämpfen. Das müssen wir halt dann... Ich fordere Pupsi einfach gleich heraus, dann geht das schon. Ich guck mal, ob sie Zeit hat. Vielleicht können wir das fix noch hier machen, damit ich drin nicht das dunkle Licht habe. So, Pupsi versteckt sich hinterm Auto. Ich habe mal geguckt. Du hast ja deinen Super Sunny-Account hoffentlich angemeldet. Super, super saftig, super Sunny. Gehen mal auf Kämpfen. Tauschen, schenken. Okay, seitdem das mit dem Kämpfen anders ist, geht das so gar nicht mehr. Gehe ich halt hier mal auf Kämpfen. Kämpfe in der Nähe. Hä? Kann man jetzt nicht mehr über die Distanz kämpfen gegen andere? Verstehe ich nicht. Scanne deinen Kampfcode. Wieso kann ich keinen Hyperfreund mehr zum Kämpfen einladen? Oder habe ich das irgendwie gerade verschwitzt? Hast du mal deinen Kampfcode? Wir nehmen einfach mal die Meisterliga. Mal gucken, was passiert. Weil Pupsi schon gesagt hat, da hat sie letztens ja auch gute Ergebnisse erzielt. Aber nicht mit dem Account. Nicht mit dem Account. Achso, sie hat auf ihr Mäusekind-Account gezockt. Wir nehmen einfach mal fix das Team rein, mit dem wir die ganze Zeit in der Meisterliga gezockt haben. Gucken mal, was passiert, welche Taktik sie anwendet. Jetzt geht's ab, da werden wieder die Pfandflaschen gesammelt. Und es fängt schon wieder an zu regnen. Richtig geniale Sache. Sieht aus, als würde ich hier einfach gegen das Auto pissen, aber ich muss ja die Beine ein Stück breit machen, sonst bin ich ja zu groß. Wenn ich normal dastehe, sieht das ja so aus, deswegen muss ich mich ja so hinstellen. So, wir wechseln also auf Despotar. Versuche ich dir gleich mal ein Schild rauszulocken. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sonst noch habe. Auf jeden Fall ist es trotzdem sehr effektiv, das andere aber auch. Wir wehren natürlich auch mal ab, ne? In der Hoffnung, dass wir noch einen Aeroast durchkriegen. Knirscher, wäre sogar nur blauer Schaden, wäre gar nicht so heftig gewesen. Aber es geht down. Nochmal Knackerack mit Attacke. Wir wehren trotzdem mal ab, weil wir haben ja noch einen Move fertig. Vielleicht können wir den Move noch durchbringen wenigstens. Wäre auch wieder regulär, also neutral gewesen. Schön, dass es im Spiel schon regnet, ne? Es ist wenigstens diesmal aktuell. Windig ist es auch, man hört es ja sicherlich. Knackrack auch weg, aber sie hat noch ein Schild. Und mein Toggekiss ist gleich tot, ich habe kein Schild mehr. Wir nehmen aber Stahl. Jetzt ist sie auch noch effektiv gegen uns. Wir können trotzdem zuerst angreifen. Versuchen es mal mit Stahl. Ich glaube, Pupsi hat immer nur eine Attacke. Das ist ja das Problem. Sie hat auf dem Account nichts vorbereitet. Ich kann es auf jeden Fall nicht abwehren. Das geht bestimmt jetzt down. Deswegen dauert es bei ihr auch so lange, bis sie eine Attacke voll hat. Weil sie nur die großen Attacken hat, die effektiven. Aber egal, ihr seht ja. Das macht Schaden. Unheilböen. Müsste eigentlich schon reichen. Eigentlich voll gemein. Eigentlich hätte ich sie jetzt gewinnen lassen müssen. Ich glaube, dann zählt das auch. Es steht ja nur da, kämpfe gegen einen anderen Trainer und nicht gewinne gegen einen anderen Trainer. Wind ist am Start. Wunderbar. Wir haben die drei Aufgaben auf jeden Fall abgeschlossen. Das Kapitel ist fertig. Ich nehme gleich was. Es regnet. Muss hier noch drücken, was da noch steht. Da haben wir noch eine TM, dann ein Sternstück, da noch 500 Staub. Da kommt noch ein Pokémon raus. Ich hoffe, wir können das mit einer Hand fangen. Jetzt muss ich mich da vorne noch mal hinknien. Ein Nidoking. Das nehmen wir natürlich gerne mit gelber Beere mit. Oh oh. Im Regen gefangen. Sehr schön. Einmal großartig geworfen. Eins, zwei. Alles
alles im ersten Ball drin. Wir bewerten es wieder. Gucken, was das letzte Kapitel ist. So. Schlecht. Also, so schlecht war schon lange nichts. Das war's schon. Nur noch mal 3000 Erfahrungspunkte, noch mal 3000 Erfahrungspunkte, noch mal 3000 Erfahrungspunkte. Ich glaube, da mache ich nachher ein Glücksei an. Wenn ich eh einen Raid mache, nehme den Raid gleich mit Glücksei, hol dann die Belohnungen ab, fang dann das Pokémon und mach gleich noch ein paar Geschenke auf. So, da ist es drin. Das Darkrai haben wir auf jeden Fall auch noch gefangen. Eben noch einen Fanraid gemacht. Jetzt hier von zu Hause aus gemütlich den zweiten, dank doppelter Distanz. Der war nämlich an der Sonnenuhr. Das wäre sonst gar nicht dahin gegangen. Da seht ihr den. Normalerweise komme ich ja immer nur hier an den Stolperstein. Jetzt haben wir den noch mitgenommen. Der kleine Account hat eben sogar hier noch einen Shiny Raupi bekommen. Pupsi hat gesagt, sie hat einen Shiny Aerodactyl aus der Aufgabe. Wir klicken mal ganz kurz die zwei Blutzugs an, die da noch sitzen. Das andere ist nämlich ein Smogon. Dann wollen wir aber mal die Aufgabe einlösen hier, weil wir haben hier die Belohnungen dabei. Das Glücksei läuft noch. 3000, 3000, 3000 jeweils dabei. Dann gibt es hier natürlich noch 10 Sonderbonbons und ein Pokémon erscheint. Ein Mewtwo müsste das sein, was auch shiny sein kann. Oder ein 100er. Wir gucken mal. Ist auf jeden Fall kein shiny mit 1749. Und da haben wir jetzt wieder unendlich Versuche, das zu fangen. Deswegen, wir nehmen einfach mal die gelbe Beere. Wir lassen einfach mal drauf und gucken, wie lange wir brauchen, das zu fangen. Wie viele Versuche. Ich muss den Kreis nochmal ordentlich einstellen. Immer wenn ihr so rüberwischt mit der Hand, wisst ihr ja, ihr könnt schießen. Ja. Jetzt macht's nichts mehr. So. Daneben. Das war schon mal nichts. Wunderbar. Ich hoffe, es bleibt nicht drin. Nicht beim ersten Mal wie alles andere. Aber da würde ich auf jeden Fall empfehlen, doppelte Bonbons mitzunehmen, weil das ja eben nicht fliehen kann. Bis euch irgendwann mal die Bälle ausgehen. Ich habe also jetzt 568 Versuche. Nur mit dem Hyperball. Und dann habe ich ja immer noch blaue Bälle und rote Bälle. Wir können also jetzt 568 mal schießen, bevor es kritisch wird. 1, 2, 3, zweiter Versuch, das erste Mal einfach fabelhaft, da ist es drin. Wir bewerten es natürlich gleich, hat eine besondere Attacke, nämlich Psycho-Stoß, die aber trotzdem nichts Besonderes ist, weil alle anderen haben bei mir mittlerweile auch Psycho-Stoß, weil ich das überall umgeändert habe, von Spukball auf Psycho-Stoß. Wer sowas macht, ist auf jeden Fall geisteskrank. Wir bewerten es mal. 13, 10, 13 müsste das haben. Ist okay, könnte ich theoretisch aber auch verschicken. Weil, weiß ich nicht, damit mache ich glaube ich eh nichts. Oder ich hebe es auf, falls mal jemand eins haben möchte mit Psychostoß, was eben nur Level 15 ist, dann kann ich das gerne vielleicht abgeben oder traden. Also das war's eigentlich von der Spezialforschung. Ich tippe auch nochmal das Pikachu an, nicht dass wir das vergessen haben. Könnte ja auch shiny sein. Das war's von der Spezialforschung, alles ist durch, ihr seht das. In 5 Tagen und 22 Stunden endet das, dann kommt die zweite Region dran. Ihr seht jetzt immer noch, dass ihr doppelte Fang-EP habt, doppelte Raid-EP, doppelte Schlüpf-EP. Nutzt das ruhig. 29 Tage halten auch noch die Corona-Boni. Also schreibt nochmal rein, wie gut war euer Mewtwo? Hat euch die Spezialforschung Spaß gemacht? Habt ihr vielleicht ein Shiny Mewtwo sogar bekommen oder habt ihr generell Shinies bekommen während der Spezialforschung aus den Aufgaben? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich bin gespannt, was die nächste Region für Aufgaben, für Belohnungen und für Pokémon beinhaltet. Kanto auf jeden Fall, richtig gute Sache.